O du Fröhliche, wie überlebe ich Weihnachten? Warum ist Weihnachten eigentlich so ein herausforderndes Fest und so ein herausfordernder Zeitpunkt? Es hat was damit zu tun, dass es mit unserer Geschichte, eigentlich bei jedem von uns, der hier aufgewachsen ist, im Kulturkreis, mit so vielen Erinnerungen verbunden ist. Das ist ein Faktor und es kommen noch viele andere mit dazu. Dadurch, dass wir so viel Erfahrung damit haben, kommen wir mit unheimlich großen Erwartungen zu diesem Fest und vielen Erwartungen. Erwartungen an die Situation, Erwartungen an die nahestehenden Personen und Erwartungen an uns selber. Und die entscheiden eigentlich schon im Vorhinein ganz viel, wie das Fest schließlich ausgeht. Ja? Und Erwartungen können überhöht positiv sein und sie können aber auch ganz, ganz negativ sein. Und beides hat eine Auswirkung darauf, wie es dann wirklich läuft. Ich kann ganz überhöhte positive Erwartungen an Weihnachten haben, weil ich es immer ganz wunderbar erlebt habe und weil es immer so schön war und weil ich es immer ganz heimelig erlebt habe. Und jetzt habe ich die Erwartung und wünsche mir, dass es immer so läuft und kann da ganz grob enttäuscht werden, wenn es dann nicht mehr so ist, wie es mal für mich war, als ich 5 Jahre alt war oder 3, als alle um mich rumgesprungen sind und ich als erstes die Geschenke auspacken durfte. So ist es halt heute nicht mehr. Ich kriege auch viel mehr mit als damals. Ne? Es können aber auch negative Erwartungen sein, weil die letzten 5 Weihnachten schon so katastrophal waren im Familienkreis, ja, und es jedes Mal Streit gab. Und wenn ich schon so mit so einer Abstellung und so einer negativen Erwartung hinkomme und so mit so einer Kampfbereitschaft, dann muss es auch knallen. Dann gibt es im Sinne der selbsterfüllenden Prophezeiung eventuell auch wirklich wieder ein ganz schlimmes Weihnachten. Ich habe auch Erwartungen an die anderen Personen und die können auch überhöht sein, sehr überhöht, ja, dass ich das erwarte, dass die doch jetzt endlich mal mitmachen und sich Mühe geben und wie die denn sein müssten. Und da, auch da kann ich halt sehr enttäuscht werden. Oder genauso wie an die Situation, dass ich denke, die Schwiegermutter stichelt sowieso bloß wieder. Ja, das weiß ich jetzt schon. Und dann warte ich praktisch, wann der Punkt kommt und an den Punkt gehe ich hoch, weil ich hab's ja gewusst. Die Erwartung kann ich aber auch mal selbst haben. Ja, Stichwort Perfektionismus. Ja, und damit das Fest auch ja schön wird, muss alles klappen. Also der Braten muss perfekt sein und die Deko muss perfekt sein und es muss alles total sauber sein. Ja? Und ich muss irgendwie super gut aussehen und ich setze mich wahnsinnig unter Druck. Und wenn dann was nicht klappt, dann mache ich mich dafür noch irgendwie fertig und bin auch total enttäuscht. Im Sinne von Schwarz-Weiß, jetzt ist das ganze Weihnachten im Eimer. Und auch das heißt, die Erwartung an die eigene Perfektion kann Weihnachten ganz schön stressig machen. Wie kann ich mit den Sachen umgehen? In Bezug auf Erwartungen ist es eine große Herausforderung, aber was da eigentlich angezeigt wäre, wäre die Erwartung auf nichts zu stellen. Das geht dadurch ganz gut, dass man sagt, ich gehe als interessierter Beobachter in die Situation. Ja, ich gucke mal, was passiert. Ich sehe es heute einfach als spannende neue Situation. Ich bin mal gespannt, wie das heute tatsächlich läuft. Dazu muss ich noch ein bisschen meiner eigenen Erwartungen bewusst sein, dass ich die, sonst laufe ich da in die Gefahr, dass es vollautomatisch wieder so wird. Bei den Erwartungen an die anderen kann es helfen, dem anderen mal zu erlauben, auch nur ein Mensch zu sein. Und in Bezug auf den Perfektionismus kann es helfen, mir selber mal zu erlauben, nur ein Mensch zu sein. Und wenn ich mit der Haltung reingehen kann, ich habe den Mut zur Unvollkommenheit und das gestatte ich mir und das erlaube ich heute ausnahmsweise auch mal anderen, dass sie nicht perfekt sind und manchmal Sachen machen und Sachen sagen, die ich nicht gut finde, dann kann es ein bisschen die Situation entspannen. Und in Bezug auf den Perfektionismus kann es helfen, ein bisschen über sich selber auch lachen zu können, ein bisschen schmunzeln zu können. Und wenn der Schweinebraten seltsam schmeckt, dann kann man den als neue Fusion Kitchen Food ausgeben und sagen, das ist eine Mischung aus einem alten Familienrezept mit asiatischen und zentralafrikanischen Einflüssen. Und dann vielleicht ein Lachen und damit man sich selber das Fest nicht so verdirbt. Ne? Was Weihnachten auch schwer macht, ist, dass man halt so eng aufeinander hockt. Ja? Also im Gegensatz zum normalen Alltag hat man nicht so wirklich viele Möglichkeiten, auch mal eine Auszeit zu nehmen, voneinander wegzukommen. Man kriegt praktisch einen Lagerkoller, ja, wenn man so sehr aufeinander hockt. Da kann man schauen, kriege ich irgendwie Auszeiten hin? Ja, kann ich eine tatsächliche räumliche Pause schaffen, dass ich tatsächlich mal rausgehe
oder nur ins andere Zimmer gehe oder einen kleinen Spaziergang mache, dass ich zwischendurch mal durchatmen kann, dass man nicht so aufeinander guckt. Kann ich das bei der Programmgestaltung schon ein bisschen hinkriegen? Kann ich mir das selber auch erlauben und durchsetzen, dass ich auch mal eine halbe Stunde zwischendurch rausgehe? Und wenn gar nichts mehr hilft, kann man immer noch auf die Toilette gehen. Ja? Also der Ausweichort ist immer da und da einfach mal 5 Minuten durchatmen und was weiß ich, ein Handyspiel spielen, keine Ahnung. Oder das innere Ausweichen, ja, dass ich ein Lächeln aufsetze, innerlich abhau und mich in den letzten Urlaub träume oder mich zu einer Person träume, bei der ich mich sehr geborgen und sehr angenommen fühle als Person und mir vorstelle, ich wäre jetzt gerade da. Ja, das ist so, dann ist es eine kleine innere Auszeit, um diesem Lagerkoller ein bisschen vorzubeugen. Ja. Ein weiterer Punkt, der Weihnachten schwer macht, sind so die Rituale. Rituale sind für viele Menschen ganz wichtig, weil sie Sicherheit geben. Und das tut gut. Rituale sind für viele Menschen mit einem schönen Gefühl verbunden. Es wird ein Problem, wenn dann verschiedene Vorstellungen davon aufeinanderprallen oder wenn der eine Rituale für sich als ganz wichtig und wünschenswert erlebt und der andere sich davon total eingeengt fühlt. Da kann man nur schauen, kann man irgendwie einen Kompromiss finden. Ne? Also ich ertrage jetzt deine Fischerchöre mit den Weihnachtsliedern und dafür gestatte ich mir nach dem Essen mich eine halbe Stunde zu verabschieden, um mal einmal um den Block zu gehen, ja? Oder um eine halbe Stunde mal ins andere Zimmer zu gehen, weil da brauche ich meine Auszeit. Vielleicht kann man da was aushandeln, dass jeder so ein Stück weit sein Bedürfnis auch bekommt. So, jetzt kommt der schwierigste Faktor an Weihnachten. Ich habe ganz am Anfang gesagt, dass Weihnachten für uns so eine große Bedeutung hat, weil wir es im Laufe unserer Familiengeschichte jedes Jahr wieder erlebt haben mit unserer Herkunftsfamilie. Und das macht es auch so schwierig, weil es sind ganz, ganz tiefe, frühe Erfahrungen und Erinnerungen, die da mit Weihnachten für uns verbunden sind. Und diese ganz frühen Gefühle und Erfahrungen werden reaktiviert an Weihnachten. Und es können ganz schmerzhafte Sachen sein, dass Weihnachten mich an all die Verletzungen und Konflikte in und mit meiner Ursprungsfamilie erinnert. Dass das dann ausgerechnet hochkommt und dann bin ich auch noch gefangen in diesem Lagerkoller und komme da überhaupt nicht raus und das ist sehr schlimm. Und ich selber komme in dieser Situation, wenn ich auch vielleicht auch noch heimfahre in die elterliche Wohnung, in das Elternhaus, wo ich aufgewachsen bin, auch wieder in die alte Kinderrolle und da kommen alte Fühl- und Denk- und Verhaltensweisen raus, die manchmal gar nicht so erwachsen sind, sondern sehr, sehr kindlich. Und das sind manchmal eben auch Gefühle von Verletzungen von Alten, die da sind und dann aber auch kindliche Reaktionsweisen, wo wir vielleicht mit einer trotzigen und verletzten Weise reagieren, wie der erwachsene Mensch, den wir am 23. Dezember noch waren, ja, das er so gar nicht gemacht hätte. Was mache ich dagegen am besten? Ich kann versuchen, eine innere Distanz zu der Geschichte zu wahren, dass ich mir bewusst mache auch, mit was für Erfahrungen gehe ich da rein und mir bewusst mache, okay, alles was heute hochkommt, gehört vielleicht nicht heute zu diesem Tag und in das Jahr 2015, sondern eines davon ist ja ein ganzes Stückchen älter. Und indem ich mir das bewusst mache, kann ich mich dann vielleicht auch mal einen Schritt neben mich stellen und auf die Sache draufschauen und sagen, okay, ist gar nicht von heute. Es wäre wichtig, sich bewusst zu machen, das wäre hilfreich. Habe ich vielleicht sehr, sehr hohe Erwartungen auch an die Klärung der Situation? Ja, also fahre ich da schon wieder hin in dem uneingestandenen Wunsch, meine Eltern möchten endlich mal einsehen und eingestehen, was sie alles falsch gemacht haben mit uns? Es wird nicht passieren. Erstens wird es sowieso überhaupt nicht passieren und schon gar nicht an Heiligabend dieses Jahr. Also verabschiede dich von dieser Idee und wenn du dich noch nicht ganz von der Idee verabschieden willst, dann mach dir wenigstens klar, heute Abend werden wir das nicht alles klären oder aufdröseln. Ja? Also halt Abstand von dem Wunsch, von der Erwartung und sagen, okay, wir haben ja auch noch Zeit danach, wenn ich das da unbedingt nochmal klären muss. Hey, ich habe es dafür bei diesen ganzen Anspannungen und Erwartungen von allen Seiten nicht der richtige Tag. Und in Bezug auf meine eigenen kindlichen Reaktionsweisen, auch da hilft so ein Schritt, sich neben sich stellen. Und wirklich über sich schmunzeln können, wenn man sich dabei ertappt, dass man irgendwie gerade trotzig oder sehr kindlich oder reagiert hat oder dass wie selbstverständlich man in der elterlichen Wohnung rumläuft, als wäre man noch 15 und würde noch da wohnen, weil das ist man nämlich auch nicht mehr. Also grow up, ja,
Und verhalte dich auch entsprechend deiner Rolle als Erwachsener, wenn du als Gast in die Wohnung deiner Eltern kommst. Du wohnst da auch nicht mehr. Das hat auch was mit Respekt gegenüber den Eltern zu tun und mit Erwachsenwerden. So, insgesamt, was kann noch helfen? Man kann das Ganze als Übungssituation sehen. Es ist eine besonders herausfordernde Situation. Wenn du das Gefühl hast, es wird eh krachen, dann ist es doch super, weil dann kannst du ausprobieren, damit anders umzugehen, weil schlimmer werden als letztes Jahr kann es eigentlich nicht mehr. Ja? Und von daher ist es eine super Gelegenheit, mal eine andere Herangehensweise auszuprobieren und mal zu gucken, okay, ging es mir damit ein bisschen besser. Ja? Es muss ja nicht alles klappen und es muss nicht das perfekte Weihnachten werden, aber vielleicht habe ich das Gefühl, okay, für mich war es ein bisschen weniger anstrengend als letztes Jahr. Ich gucke, dass ich mir meiner Sachen bewusst werde, dass ich das so gestalte, wie ich das auch brauche. Ich erlaube mir auch zum Beispiel vielleicht später zu kommen oder früher zu gehen. Im Extremfall erlaube ich mir vielleicht auch gar nicht zu kommen und Heiligabend alleine zu feiern. Das kann auch eine Entscheidung sein, die ich treffe. Es hat ganz viel damit zu tun, was erlaube ich mir selber, was darf ich das entscheiden. Ja. Aber wenn ich hingehe, dann kann ich eben auch schauen, was hilft mir. Was für ein inneres Bild, wen nehme ich mir so als inneren Helfer mit, ne? Wen stelle ich mir da vor, ja? Wer da an meiner Seite ist und habe ich vielleicht so im Kopf noch, was der zu der Situation jetzt sagen würde. Ja? Da muss ich vielleicht auch ab und zu schmunzeln, wenn ich mir die trockenen Kommentare von dem guten Freund da vorstelle in der Situation. Und wenn man merkt, ich bin sehr unter Anspannung in der Situation, kann alles helfen, was so über die Sinne geht. Also, dass ich vielleicht einen Duft mitnehme, der mir hilft, also irgendwie das Lieblingsparfüm auf den Schal und immer wieder mit den Sinnen so ein bisschen ins Hier und Jetzt zurückholen, wenn ich gerade so sehr unter Spannung bin. Das kann ein Talisman sein, den ich in der Hand haben kann, ja, den ich auch spüren kann, dass ich wirklich einen Reiz da habe. Ja. Also was so über die Sinne geht, kann helfen, um sich zu entspannen und nicht so sich von den Gefühlen so wegtragen zu lassen. Was einen entscheidenden Unterschied auch machen kann und was ich denke, was so der wichtigste Tipp wäre und was man auch praktisch mein Fazit aus der ganzen Geschichte wäre die Empfehlung zu schauen, mit welcher inneren Haltung gehe ich hin. Ist es eine innere Haltung, und das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber so ist es nicht gemeint, aber kann ich eine innere Haltung entwickeln und mit der hingehen, dass ich dankbar bin für das, was ich habe? Kann ich dankbar sein für den heutigen Tag? Manche könnten dankbar dafür sein, dass ich da heute in Gesundheit hingehen kann. Manche könnten dankbar sein, dass ich da noch Eltern habe, die ich sehen kann. Manche könnten dankbar sein, dass wir im Warmen sitzen heute und was zu essen haben. Manche könnten dankbar sein, dass wir trotz aller Konflikte, die wir haben, trotzdem in der Lage sind, den heutigen Tag miteinander zu verbringen. Und dass es, wenn es knallt, möglicherweise auch ein Ausdruck davon ist, dass wir uns einander nicht egal sind. Der zweite innere Punkt, der zweite Punkt wäre, kann ich eben auch mit einem Gefühl der Gleichwertigkeit hingehen und mit einer Akzeptanz des anderen. Also eigentlich das von vorhin auch wieder, kann ich dem anderen gestatten, so zu sein, wie er ist, so wie ich es mir selber auch gestatten kann. Und eben nicht von anderen mehr zu erwarten als von mir selber oder von mir selber mehr zu erwarten als von anderen. Also auch so eine Haltung der Gleichwertigkeit, dass ich den anderen auf einem Level akzeptierend begegne. Und ich denke so, das perfekt hinzukriegen, glaube ich nicht, dass man das schaffen kann, aber ich glaube, es wäre ein sehr hilfreicher Ansatz, eben zu sagen, okay, wenn ich da dieses Weihnachten hinfahre an Heiligabend, dann versuche ich das mit einer Haltung von der Gleichwertigkeit in der Begegnung und von der Dankbarkeit für das, was ich habe. Und über alles andere werde ich schmunzeln. In diesem Sinne, fröhliche Weihnachten.